Guten Morgen, ich grüße dich bei Sabina und Mechis Vegan, Gesund und Fit. Staubensellerie. Ich esse mein Frühstück und weißt du, was ich esse? Heute esse ich Kürbisbrot, das ich selbst gemacht habe gestern. Und eins kann ich dir sagen, das Brot schmeckt so hammer lecker. Es übertrifft alles, was ich bis jetzt gemacht habe an Broten. Einfach nur super. Ich esse jetzt mit Staudensellerie und Gurke und mit roter Beete-Saft. Aber mit einer Avocado-Creme und Tomate wäre das der Traum gewesen. Leider habe ich es nicht zu Hause. Empfehle ich dir. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie ich das Brot gemacht habe. Ich mache mein Kürbis-Knäckebrot mit einem Personalblender, da ich keinen Hochleistungsmixer besitze. Deshalb ist mein Hauptzutat, also der Hokkaido-Kürbis, hier schon geschält und geraspelt, damit mein Blender nicht so viel Arbeit hat. Wenn du einen Hochleistungsmixer besitzt, kannst du natürlich den nur stückeln und dann im Mixer mixen lassen. Ich kann es nicht, deshalb habe ich ihn schon vorgeraspelt. Er hat hier einen Durchmesser von 14 cm ungefähr, war es 14 bis 15. Der nächste Zutat sind geschrottete Leinsamen. Ich habe hier eine ganze Schüssel, aber ich werde es löffelweise entweder abzählen, sodass du wissen wirst, die Menge, die genaue Menge. Ich habe hier auch geröstetes Buchweizen. Ich möchte es einfach zugeben, weil das schön knackig ist. Mir schmeckt das. Du kannst es allerdings als Zutat weglassen, weil dann ist das Brot nicht hundertprozentig roh, weil sie ja geröstet sind. Dann gibt es eingeweichte Datteln, 6 Stück. Meine Gewürze sind, bei mir ist das Sellerie-Salz, in Anführungsstrichen Salz, weil ich kein Salz benutze und mir Staudensellerie trockne und für Salz mahle. So sieht es aus, getrocknet und in Dörrautomaten, ja, getrocknet, also zerkleinert und im Dörrgerät getrocknet. Und das ist mein Salzersatz. Es gibt auch einen tollen Geschmack. Du kannst natürlich stattdessen Salz nehmen. Dann gibt es Knoblauchpulver, kannst auch frischen nehmen, wenn du magst. Und Zwiebelpulver kann auch frisch genommen werden. Ich habe gerade keine Zwiebel zu Hause und Knoblauch frisch ist mir viel zu intensiv eigentlich. Deshalb nehme ich das Pulver. Hätte ich beinahe vergessen. Ingwer, das ist ein kleines Stückchen Ingwer. Anstatt Pfeffer zu nehmen, nehme ich lieber Ingwer. Das wird mit gemixt. Und hier sind natürlich Kürbiskerne. Das wird zum Bestreuen genommen. Falls Bedarf besteht, habe ich hier Flohsamenschalen. Aber ich weiß nicht, ob ich sie anwende. Das wird sich herausstellen. Das Brot mache ich zum ersten Mal. Deshalb weiß ich noch nicht die genauen Mengen. Aber du wirst sie im Laufe des Videos erfahren. Also es ist eine Premiere. Als erstes werde ich die Kürbisstückchen, den geraspelten Kürbis mit etwas Wasser in meinem Blender mit dem Mixwerk natürlich schön mixen. So wird es
nach und nach gemixt, bis ich alles hier gemixt habe. Allerdings eine kleine Menge lasse ich so, wie es ist, weil ich die Stückchen drin haben möchte. Auch ein bisschen von dem Gestückelten. Also ich mixe jetzt weiter. Alles schön gemixt mit etwas Wasser. Du siehst, es ist ziemlich feucht. So viel habe ich mir übrig gelassen, damit ich so auch Stückchen habe drin. Jetzt werden die Datteln ebenfalls gemixt mit diesem Einweichwasser. Allerdings so wenig Wasser wie möglich nehmen. Im gleichen Behälter, es wäre Blödsinn, das jetzt zu waschen. So haben wir eine schöne Dattelmasse, die muss noch hier herausgeholt werden. So, wie du siehst, befinden sich schon die Dattelmasse hier, auch die Kürbisstückchen, den Rest von dem geraspelten Kürbis habe ich reingetan. Das ist also der gemixte Kürbis mit dem Ingwer sowie die gemixten Datteln. Das ist so meine sehr feuchte im Moment Masse. Daher muss sie angedickt werden. Entschieden, die Flohsamenschalen nicht dazu zu tun, weil sie das Ganze weicher machen und ich möchte, dass das schön knusprig wird, mein Knäckebrot. Jetzt werde ich das aufs Blech auftragen. So sieht es aus, auf Backpapier ausgebreitet, mit der Hand geglättet, hier schön abgeschnitten. Von der Seite, das hat ungefähr 1 cm Höhe. Ich warne dich allerdings, weil dieser Teig schmeckt so lecker, dass du es schon jetzt essen möchtest. Ich habe mich beherrscht, um das nicht zu essen. Aus dem Rest habe ich mir ein paar so schöne Bratlinge angefertigt, die ich zum Beispiel auf die Arbeit nehmen werde. Jetzt werde ich das Brot anschneiden. Fertig. Einige Stücke bestücke ich mit Kürbiskernen. Nicht alle, aber einige hätte ich schon gern. Gerät, in dem ich meine Leckereien zubereite. Ich verlinke dieses Gerät unten in dem Video, genauso wie der Personal Blender. Meine zwei Lieblinge haben mir schon mein Essen sehr, sehr bereichert.